Ja, Leute, was geht? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einem zweiten Video, sozusagen zweiter Part zur Screen Display Kork Wand Hinterbau Baugedönsbau. Ich wollte eigentlich ganz cool heute, richtig cool, würde ich heute im Baumarkt mal anfangen, anstatt wieder während der Autofahrt. Und ich wollte da eigentlich so wie gerade so zeigen, wie ich das Zeug so aus dem Regal nehme und dann reinstarten, damit das mal ein etwas anderer Anfang ist. Ja, habe aber dann spontan meine Kamera vergessen, mit in den Baumarkt zu nehmen. Das war ein bisschen blöd von mir. Aber ich habe neue Dübel geholt, Leute. Die sehen genauso aus, finde ich, tatsächlich irgendwie wie die anderen. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Habe noch 3000 Mal nachgefragt. Er meinte, nein, ist Regips, sieht man auch hier drauf. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Regips-Dübel. Das heißt, ich kann heute alles voll bekommen, in die Wand reinballern. Ich habe, boah, guckt mal, wie das hier aussieht. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Ich sollte doch wieder die Vlogs im Dunkeln machen, da sieht man das nicht. Ich habe jetzt Kork umgetauscht, also diese drei großen Platten. Da kommt ja, wie gesagt, dann der große Kork bald mit dazu. Und ich habe umgetauscht die falschen Dübel. Das war's. Ab ins UFO. Ich sehe nicht, ob ich wogegen fahren könnte. YOLO. Hallo? Ist irgendein Paket angekommen? Nee, ne? Ach, du bist das gar nicht, Freddy? Ich bin das gar nicht, Freddy. Ja, für mich ist ein Paket angekommen, für mich aber nichts. Ah, perfekt. Ab in das UFO. Gut sieht's hier aus. Ja, Leute, ich bin am Start, wieder zurück im UFO. Ihr seht's, wer hätte es gedacht, sieht natürlich immer noch genauso aus wie gestern. Nicht ganz so geil. Ich werde jetzt hier ausmessen, wo ich jetzt hier die Latten platzieren werde. Hier außen ist es... Ja, hier außen ist auf jeden Fall an der Seite noch so eine Art Trägermaterial und in der Mitte ist nur Regips. Ich werde versuchen, nur in den Regips reinzubohren. Das heißt, ich gucke jetzt genau, wie wir das machen mit den Latten. Die werde ich dann hier dran pappen. Dann werde ich mit der Bohrmaschine durchbohren, also durch die Latte und durch, also in die Wand rein. Und dann werde ich hier meine, ich glaube, 4 pro Latte reichen, meine Dübel reinballern, extra Regipsdübel. Und dann werde ich nachträglich die USB, ja, nicht OBS, USB-Platten hier platzieren und von vorne dann fertig machen, also dran schrauben, mit den kleineren Schrauben. Das ist der Plan, das werde ich umsetzen, das wird heute geschehen. Mal gucken, ob es klappen wird, weil jetzt bohre ich tatsächlich in die Wand rein. Wäre schade, wenn nicht, ne? Ich probiere es. Ja. Wenn du jetzt bohrst, dann kannst du mir gefallen tun. Kannst du aber noch ein bisschen warten. Weil ich jetzt, was? Nee, ich nehme jetzt auf, also die ganze Bohrgeräusche hier und da. Das wird man safe durch die Wand auf jeden Fall. Aber ich kann das nicht so laut sein. Du bist tausendmal lauter als jeder Bohrer, oder? Entschuldigung. Ah, ja, Leute, eigentlich werde ich das nicht gerne alleine machen, also diese Latte da festhalten und gleichzeitig reinbohren. Aber die anderen sind gerade am Aufnehmen, also Revi und Sturmi sind noch hier, aber die nehmen, glaube ich, Ultratalent oder sowas auf. Ja, dann muss ich es alleine machen. Ich habe halt nicht viel Zeit heute leider. Das werdet ihr vielleicht sogar noch sehen in diesem Vlog. Heute Abend gibt es eine kleine Party. Aber ja, erstmal jetzt bohren und ich habe halt keine zweite Hand mehr, deswegen muss ich es versuchen jetzt alleine zu probieren. Also ich habe natürlich eine zweite Hand, aber keine andere zweite helfende Hand. Alter, das ging mega einfach. Ist Bohren so einfach oder was? Nice. Ich glaube, das wird wirklich groß genug sein. Leute, guckt es euch an, mein erstes Loch. Also zumindest im UFO, ich habe schon mal ein Loch gebohrt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht, Leute. Zieht es euch mal rein, das ist richtig gut geworden hier. Das ging rein wie Butter mit dem Bohrer. Das heißt, jetzt hier kann ich jetzt mal probieren, den Dübel reinzustopfen. Das ist ein 8er Dübel und ich habe jetzt 6er gebohrt. Ich denke mal nicht, dass das passen wird. Aber wenn ich ein bisschen reinkloppe, glaube ich, könnte das schon passen. Im Internet steht, man soll einen kleineren Bohrer als Dübel nehmen. Und ich hatte jetzt hier einen 6er Bohrer und der Dübel ist ein 8er. Und ja, es passt auf jeden Fall schon fast rein. Wenn ich jetzt mit dem Hammer vielleicht ein bisschen dagegen kloppe, dann ist das grundsätzlich ein Traum, der geht gut rein, aber ich glaube, ich muss auch ein bisschen tiefer bohren, denn hier scheint jetzt Ende zu sein. Ich hoffe mal sehr, dass bei dem letzten Stück da hinten jetzt nicht auf einmal irgendwie Mauer kommt oder so. Sonst muss ich halt das Ding hier auf Schlagbohrer stellen und dann könnte es wieder ein bisschen komplizierter werden. Ich probiere mal das Loch noch ein bisschen weiter reinzubohren. Okay, dahinter ist auf jeden Fall Ende. Heißt, ich stelle das Ding jetzt einfach auf Schlagbohrer und ich brauche wahrscheinlich hier einen anderen Aufsatz. Es gibt ja verschiedene Aufsätze für Holz und, glaube ich, für Stein. Dann probiere ich das einfach mal jetzt mit einem 6er Steinbohrer aus und dann bohre ich die anderen Löcher. Wäre natürlich auch sinnvoller, erst alle anderen zu bohren. Ich probiere mich aber jetzt erstmal in einem Loch aus. Wisst ihr, ich bin treu.
Wohnzimmer. Mal gucken, ob das Ding jetzt reinpasst. Immer noch nicht. Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, da tut sich gar nichts. Vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen mehr nach Schlagbohrer und in eine Mauer reinbohren googeln. Ich glaube, das reicht hier nicht aus. Okay, Leute, ich befürchte, ich pack das nicht. Also ich komme jetzt hier. Das ist ja ein Dübel 40 mm, also der geht 4 cm in die Wand rein. Der ursprüngliche Plan von mir war ja 2,5 cm nur in die Wand reinzugehen. Und dann bin ich ja mit dem Rahim auf die Idee gekommen, beziehungsweise mehr oder weniger ist eigentlich Rahim auf die Idee gekommen, die Latten reinzubohren und dann nachher die OSB-Platten drauf. Bei mir war das jetzt mit einberechnet, dass ich durch die USB-Platte und durch die Latte in die Mauer rein schrauben werde, aber... Und deswegen habe ich noch die anderen Schrauben, die ja ein bisschen länger gedacht sind. Deswegen habe ich jetzt nur neue Dübel geholt. Aber ich befürchte, ich komme in diese Wand keine 4 cm rein. Also ich komme so etwa über die Hälfte, komme ich tatsächlich rein. Ab dann fängt, keine Ahnung, irgendeine Betonsteinmauer, was weiß ich was an. Und ich habe schon alle möglichen Bohrer ausprobiert. Und Schlagbohrerfunktion etc. hat ja das Ding hier auch. Aber da ist kein Durchkommen. Ich feste drücken, nichts passiert hier, Leute. Und ich würde sagen, die 2,5 cm... Dübel sollten auch eigentlich reichen. Das heißt, ich muss wohl nochmal zurück in den Baumarkt, holen mir dann 2,5er Dübel, also oder 2 cm, 3 cm, selbst 3 cm, ich werde nochmal genau nachmessen, sollten die eigentlich in der Wand reichen. Jeweils 4 pro Latte und dann wird das auch passen. Das wird definitiv halten. Also ganz ehrlich, das muss einfach passen. Und ich habe auch keine wirkliche Alternative, glaube ich zumindest gerade. Deswegen fahre ich jetzt nochmal zurück in den Baumarkt, muss mich natürlich wieder ein bisschen beeilen. Habe heute auch noch nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht splitte ich das Video in 2 Tage, keine Ahnung. Und dann geht's weiter. Aber an sich, die Löcher bohren in die Regipsplatte durch die Latte rein. Ist ja echt super easy. Viel einfacher, als ich dachte. Weiter geht's. Kurzes Update. Ich habe mir doch gerade überlegt, jetzt habe ich schon einmal hier diese 4 Löcher drin. Jetzt kann ich das auch noch mit den Latten machen. Die brauche ich ja so oder so mit der Tiefe etc. Das ist ja wieder eine andere Sache. Aber jetzt bin ich einmal quasi so gefühlt ein bisschen im Groove drin. Das heißt, ich mache jetzt hier pro Latte auf jeden Fall noch die 4 Löcher. Und dann kümmere ich mich um den neuen Dübel. So, Leute. Ich sag jedes Mal immer so, Leute, wenn wir irgendwas geschafft haben. So, Leute. Die Dinger hängen jetzt hier mal gerade nur provisorisch. Also da sind nur Schrauben kurz reingedreht, damit das Ganze mal hängt. Ja, allein ist es ehrlich gesagt alles wieder ein bisschen schwieriger tatsächlich. Vor allen Dingen diese, also die sind ja echt eigentlich fast kein Ding. Die können ja unten drauf stehen und da muss man nur noch so ein bisschen so das Maß halten und da reinbauen. Passt, aber die fliegen quasi, die man hochhalten muss, das alleine zu machen, das war da gerade echt wieder so echt die Hölle, muss man schon sagen. War echt stressig, dann ist das Kabel vom Bohrer zu kurz und dann braucht man Verlängerungskabel. Zum Glück hat der Revi noch eins. Aber alles ein bisschen stressiger. Das hängt jetzt auf jeden Fall. Also so soll es dann später hängen. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann noch die Dübel holen, die kleineren und die kleineren Schrauben. Dann werden die komplett mit den Dübeln sozusagen in die Wand gepappt und dann kommen die USB-Platten oben drauf. Das ist der Plan. Deep breath.